Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Ultramond. Wir sind im Diktatunnel. Und was finden wir hier? Myla. Oh, du bist es. Wir haben da ein kleines Problem. Seit kurzem wimmelt es in diesem Tunnel nur so von Diktat. Deshalb dürfen gewöhnliche Trainer hier nicht durch. Wie läuft eigentlich deine Inselwanderschaft? Lass mich doch mal deine Z-Kristalle sehen. Echt beeindruckend. Sogar Maros Prüfung hast du bestanden. Für einen Trainer mit deinen Fähigkeiten sollte dieser Tunnel keine Gefahr darstellen. Am anderen Ausgang des Diktatunnels liegt Konikoni City. Ich habe dort einen Laden, in dem ich auf dich warten werde. Ja, und dann blieb sie hier stehen. So, jetzt haben wir hier Diktat-Party. Ist natürlich uncool. Und Zubats. Diktas und Zubats. Leveln lohnt sich halt nur bei Trainern eigentlich. Bei wilden Pokémon ist das so eine Sache. Dauert immer. Ich überlege gerade, ob ich einen Schutz reinschmeiße. Oh ja, wenn die Zubats schon so anfangen, schmeiße ich auf jeden Fall Schutz rein. Schmutz rein. Schmutz reinschmeißen ist auch gut. Ja, Gyarados, hau sie mal beide low. Viel Damage machen sie dir ja nicht. So, jetzt wäre Surfer toll. Einfach so eine Massenattacke. Da 187 EP, das lohnt sich halt gar nicht. Hoffentlich ruft es nicht nach Hilfe, weil sonst muss ich echt aufs Arboretos wechseln. Danke. So. Ich glaube, ich schmeiße einen Schutz rein. Ist, glaube ich, das Beste. So. Seltener wilden Pokémon. Stimmt, wenn die irgendwie ein Level über mir sind, kommen die ja trotzdem. Haben wir das Item hier mitgenommen? Ein Feuerstein. Nice. Haben wir hier noch einen Weg? Ja. Ich passe da nicht durch. Ah, recht, da sehe ich sogar, wie lang der Effekt vom Bong hält. Das ist ja mega gut. Ein Finsterball? Okay. Kämpfen wir mal gegen diesen Trainer hier. Die mit Gesteins-Pokémon kommen wahrscheinlich, oder Diktas, Diktries oder whatever. Der James. Schilterus. Ach ja, das war der knuffige Dino. Habe ich aber noch nicht gegen gekämpft. Ich weiß gleich, was der ist. Ist der Drache? Ist der Gestein? Ich weiß es nicht. Einfach mal ein Biss rein. Eisenabwehr. Stahl kann auch sein. Verteidigung. Gehen wir mal auf Gewalter. So, Gewalt hat mehr Wumms in seiner Faust. Gewalt, da fällt auf Verhöhner rein. So. Scheint Stahl zu sein. Ist Kampf gut gegen Stahl? Ich weiß es nicht. Kann auch Gestein gewesen sein. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ich kann die Typen nicht aus dem Kopf, die Typentabelle. Nicht die ganzen Stahlsachen und Gift und die ganzen neuen Typen, die dazugekommen sind. Die kann ich alle nicht. Hier, vor allem Fee. Und so, vergesse ich mal. Dank Myla sind wir endlich einen Schritt weitergekommen. Alola, wir sind von der Aether Foundation, wir beschützen Pokémon. Dass sie so viele Diktat gewütet haben, ist anscheinend das Werk von Team Skull. Team Skull ist eine Truppe furchtbarer Taugenichtse, die Spaß daran haben, Pokémon und Trainern Ärger zu bereiten. Diktat benutzen Tunnel, die sie über Jahre hinweg gegraben haben. Wir wollen dafür sorgen, dass sie sich hier bewegen können, ohne gegen andere Pokémon kämpfen zu müssen.
Es sind immer noch Dicta hier, also pass bitte beim Durchqueren der Höhle auf. Zack, damit man einmal die Aether Foundation kennenlernt. Ich höre Buddelgeräusche. So. Ich möchte aber jetzt nicht gegen das Dicta kämpfen. Ich möchte gegen den Trainer kämpfen. Das Item mitnehmen, was da, glaube ich, noch liegt. Und dann rechts raus aus der Höhle. Oh, der hat zwei Pokémon. Ein Dicta. Der sollte gegen Garados ja nichts machen können mit seinen Bodenattacken. So. Bedroh wirkt, Angriff low. Ja, kannst ja nur Biss machen. Miau. Nice. Initiative sinkt, ist aber gemein. Ey, auch der Trainer gibt mir 200 EP nur. Was ist das denn? Da kann ich auch wilde Pokémon klatschen. Das wird irgendwie dumm. Die mit ihrem Tiefschlag immer, ne? Easy game. Ich hätte ja jetzt erwartet, dass Trainer mir irgendwie mehr EP geben, aber irgendwie ist dem nicht so. Die normalen Trainer geben genauso viel wie... wilde Pokémon. Hier liegt kein Item, okay. Wahrscheinlich lag eins, wenn ich mit dem Hund langlaufe, aber... wollte ich jetzt nicht. Komm, bekämpfen wir den. Wie gesagt, dann kann man hier angenehmer durchlaufen, wenn man da nicht mehr drauf achten muss und hier nochmal durchläuft. Und die Trainer später machen, ist halt dumm. Warum soll ich die EP liegen lassen? Später bringen wir 200 EP nichts mehr. So, Flapterix, du wirst Flug sein, aber Flug was? Flugstein, Flugboden, Flugboden wird dumm. Flugdrache, keine Ahnung. Aber wenn wir die einmal besiegt haben, dann können wir ja mal in Ruhe gucken, wenn wir dann mal Pokémon wechseln. So. Das ist der Weg, okay. Irgendwie vermute ich hier ein Item. Hier so. Ah, siehste? Nugget. So. So eine Pleite. Wir wollten nur ein bisschen auf den Putz hauen, da haben uns plötzlich diese Dicta umzingelt, verhauen und weggeputzt wurden. Also nur wir. Checkst du überhaupt, wie mich das aufregt? Das regt mich total auf und jetzt weißt du's. Wir wollen jetzt also auch irgendwen verhauen und wegputzen und da kommst du gerade recht. Nephias. Achso, sorry. Nephias, ich habe mich schon gefragt, mit wem du hier rumhängst, aber es ist ja nur Team Skull. Was bist du denn für ein freches Früchtchen? Euch zwei Belger putzen wie ein Duett weg. Natürlich tut ihr das. Team Skull Rüpel und Team Skull Rüpel tun. Molung und Rettern, okay. Let's go. Der hat sogar ein männliches Molung. Was ist das denn für ein Trottel? So, Lagfest is going on. Mach das Rettern weg. So, Glut. Ich habe einen Feuerstein für dich, Tali. Möchtest du einen Fehl... Oh mein Gott. Feu. Flamara, nicht Feu. Flamara. Ich habe gerade kurz vergessen, wie die Feuerentwicklung von Evoli heißt. Das hat ein bisschen wie im Kopf. Ey, das ist mein Ziel.
Unerhört. Yeah. Och, come on. For real. Also, for real. Ruckzuckhieb, Evoli. Dann nicht. Dann nicht. Yeah, Level Up für Garados. Das müsste jetzt Windhose lernen. Jawohl. Ja, bitte. Vergesse. Platsche. So. Garados hat endlich zwei effektive Attacken. Halleluja. Wer wird denn gleich so auf den Putz hauen? Immer werden wir hier verhauen und weggeputzt. Genau, ist ja nicht so, als hätten wir vor, die Weltherrschaft an uns zu reißen oder so. Also macht mal halblang. Und tschüss. Nefias, wenn ich zusammen mit dir kämpfe, sind die Pokémon alle so entspannt. Das beweist, was für eine klasse Trainer du bist. Hier, das möchte ich dir schenken. Top Eater. Mit Top Eater kannst du alle AP einer Attacke auffüllen. So ähnlich wie beim AP-Bauen, den man von Rotomat bekommen kann. Lass uns jetzt etwas Spaß mit den Dick da haben. Das klingt falsch. Die Rotomat-Wirkung ist abgeklungen. Perfekt, denn wir sind ja jetzt eh draußen. Ha. Ach, er. Du bist ein Trainer auf Inselwanderschaft, nicht wahr? Mein Name ist Libell. Ich reise auch viel umher, nur dass das Ganze in meinem Fall eher eine Weltwanderschaft gleicht, wenn du verstehst, was ich meine. Alola ist so ruhig und friedlich, perfekt für einen erholsamen Urlaub oder auch zum Shoppen. Gerade eben habe ich in Mylas Laden in Kunikuni City einen seltenen Stein erstanden. Im Gegensatz zu anderen Orten hat hier auch niemand solch irrsinnige Pläne, eine neue Welt zu erschaffen oder die Pokémon zu befreien. Allerdings geben Augenzeugenberichte über die Aktivitäten einer berühmt-berüchtigten Bande an Pokémon-Dieben in dieser Gegend Grund zur Sorge. Bitte verzeiht, dass ich dich so lange aufgehalten habe. Hier ein Donnerstein als Entschädigung. Aus Versehen habe ich nämlich gleich drei gekauft. Okay, wir haben jetzt einen Feuerstein, wir haben einen Donnerstein. Ich könnte mir das Evoli vielleicht doch holen. Trainer auf Inselwanderschaft, ich wünsche dir ein erfolgreiches Abenteuer. Dann könnte ich mir halt einen Flamara holen oder einen Blitzer. It's a call of the police. Wupp, wupp. Waren diese Polizeigebäude jemals? Oh. Was? Was? Ein Ditto wild erscheint? Ich will das haben. Es ist fast Level 30. Oh shit, warte mal. Oh shit. Ich will, dass Ditto sich in... Wuffels verwandelt. Okay. Gibt das auch die Typen an? Nee, ne? Ich weiß es nicht. Es tut er mir aber nicht so weh. So, wir machen den Trugschlag. Ist nicht effektiv, weil ja... Ich habe aber Angst, dass Gewalter ist halt auch Level 31 schon. Ich will es halt haben. So. Noch einmal. So. Schmeiß einen Hyperball. Ich will nämlich nicht, dass Gewalt da drauf geht. Ich habe Top-Beleber, ja, aber... Oh mein Gott. So viel dazu. So viel dazu. Nein.
Oh mein Gott, jetzt wirft der Netzball. Ich dachte schon. Alter, das tut weh. Habe ich echt keine Super? Doch, ich habe Superbälle. Warum ist denn das nicht nach Hyperball? Oder ich habe es übersehen. Bleib drin! Oh, Gott sei Dank. Ja, und der Tour ist schon mal nicht schlecht. So, was haben wir da? Es kann sich in alles verwandeln, was es sieht. Muss es sich dabei aber auf sein Gedächtnis verlassen, macht das manchmal auch Fehler. Nein. So. Wir haben ein Ditto. Das ist doch schon mal geil. Ich weiß nicht, ob ich es benutzen will, aber wir besitzen... Ein Ditto hat sich als mein Partner ausgegeben? Unglaublich, stecken da etwa die 5 Banditos dahinter? Die 5 Banditos sind 5 Ditto, die Menschen so gern haben, dass sie nichts lieber tun, als sich als Mensch auszugeben. Das mag alles ganz nett klingen, stiftet hier aber allerlei Chaos und Unfrieden. Sie führen nichts Böses im Schilde, richten mit ihrer Scharade aber jede Menge Probleme in zwischenmenschlichen Beziehungen an. Da werden sie auch steckbrieflich gesucht. Aber wo zum Henker steckt dann bloß mein Partner? Ditto wird ihm doch wohl nichts. Sorry, aber ich hatte mir eine üble Erkältung zugezogen und musste eine Weile das Bett hüten. Danke, dass du Ditto enttarnt hast. Hier, nimm das als Dankeschön. 12.000! In letzter Zeit sind in Kuni Kuni City vermehrt Personen gesichtet worden, bei denen es sich um als Menschen getarnte Ditto handeln könnte. Wir ermitteln aktuell in mehreren Fällen. Deine Kooperation wäre uns echt eine große Hilfe. Immerhin hast du ja auch das Ditto enttarnt, das ich als mein Partner ausgegeben hatte. Wirst uns helfen? Klar. Keine Sorge, für dich springt dabei natürlich auch was raus. In letzter Zeit macht ein ziemlich nachlässiger Verkäufer in Kuni Kuni City von sich reden. Auch hier könnten die 5 Banditos ihre Finger im Spiel haben. Erstatte mir bitte Bericht, wenn du ein Ditto besiegt oder gefangen hast, okay? Soll ich die alle fangen? Sind die irgendwie besonders? Es wäre cool, wenn die alle andere Farben hätten, aber es wird nicht so sein. Ich krieg nicht dicht, bei denen kann ich vorbeilaufen. Dass man da nicht runterspringen kann. Obviously. So. Ein Trainer. Ein Netzball. Was ist hier? Oh, ich wollte gucken, nicht hingehen. Ah, hier ist, genau, der Hügel des Gedenkens. Hier gibt's Geister-Pokémon. Und ein Arsch voll Trainer. But first... muss ich ins Pokémon-Center? Die coolste Stadt, finde ich eigentlich. Ja, eindeutig die coolste Stadt. Schnell ins Center. Hast du was für mich? Habt ihr was für mich? Irgendwer? Ah, oder oh, dann habe ich einen perfekten Job für dich? Ja. Hut, Hut. Okay, haben wir nicht gefangen, aber wir haben wieder eine Quest, dass wir einen Hut, Hut fangen sollen. Aber wir gehen jetzt erstmal unser Pokémon heilen. Und dafür, ne, kennt ihr. Da gucken wir mal, gehe ich die Trainer erst machen auf der Route da vorher oder... Ich weiß es nicht. Machen wir auf jeden Fall nicht mehr in dem Part, wenn ich gerade so auf die Uhr gucke. Hier ist auch ein Foto-Dings. Hier muss es doch. Dass hier die Kamera so hinschwingt, ne? Ist mega weird. Mega weird. Erstmal gab es hier hinten ein Item.
Ein Evolit. Schau es dir an. Da oben ein Sticker. Oh, da komme ich aber nicht hin. Weil der Weg noch versperrt ist. Lassen Sie mich durch. Oh, Sticker am Boden. Okay. So. Okay, den Laden gehen wir erst im nächsten Part. Ich würde aber sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Oh, warte mal, hier gibt es TMs. Von Pokémon Ultramond. Leider keine coole. Bis Giftschock eigentlich, das ist ganz cool. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.